So, hi zu einem neuen Video. Ich lese immer noch, dass viele nicht genau wissen, wo sie ziehen sollen, da dieses Sogo ja wirklich sehr gut ist und jeder ziehen sollte, weil wir ja auf Legends dreimal geboostete Rate haben, was auf jeden Fall schon sehr gut ist. Sofern ich lesen konnte, hat die japanische Version nicht mal diese dreimal Boost gehabt. Finde ich gut. Also nicht, dass die japanische es nicht hatte, sondern dass wir sie jetzt haben. Daher, allein deswegen sollte man schon pullen. Wir gehen erstmal alle Parts durch und vornherein gesagt, das ist meine Meinung. Letztendlich müsst ihr entscheiden, wo ihr zieht. Vielleicht erleichtere ich damit eure Entscheidung. Wäre ja vielleicht nicht verkehrt. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen durchgelesen, überlegt, welcher Part für mich am interessantesten ist. Und letztendlich habe ich auch was für mich gefunden. Wenn ihr bereits schon wisst, welchen Part ihr nehmt oder also wo ihr dann ziehen werdet, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben und vielleicht mit einer Begründung. Ist auch für mich interessant, weil es kann ja auch sein, dass ich was übersehe. Ich sage jetzt alles hier, was ich dabei denke und was ich davon halte. Vornherein gesagt, bei jedem neunten Pull, wir gehen immer von neun Pulls aus, bekommt man einer von den fünf ausgewählten Legends, die dann mit Special Max kommen. Finde ich gut, ist nicht schlecht. Dann gehen wir mal bei Part 1 erstmal vornherein los. Was ein Deutsch. Jedenfalls beim zweiten Part bekommt ihr safe eine Legend. Allerdings sind da 9 oder 10 alte Legends, die ersten, praktisch die, die wir jetzt auch frei aussuchen können, mit zusätzlich mit einer kleineren Chance Lucy zu bekommen. Macht euch da keine Hoffnung. Die Chance Lucy zu bekommen ist so minimal. Da könnt ihr fast schon Lotto spielen. Also sehr, sehr, sehr schwer da Lucy zu bekommen, falls ihr Lucy bekommen solltet. GG. Beim dritten Pull bekommt ihr dann eine Legend, eine aus irgend, also einer von den ganzen 37, die wir haben. Dann gibt es beim sechsten Multi, bekommt ihr den 96 Plus Law, Cerebel, Socket Max, Special Max, Level Max. Sehr solide, sehr guter Charakter. Könnt ihr auch notfalls zurückentwickeln, wenn ihr keinen Bock auf Cerebel habt. Ist euch überlassen. Müsst ihr dann gucken. Dann kommen wir zum neunten Pull. Da sind dann fünf drinne, die dann, wo ihr dann, also ihr bekommt dann einer von den fünf, bekommt ihr, ja, da ist dann Lucy, Enel, Sanji, TS Ruffy und TS Zoro. Alle fünf sehr, sehr gute Charaktere. Ihr müsst gucken, ob ihr die habt oder nicht. Nicht, dass ihr dann Dupe bekommt. Für mich ist es uninteressant, da ich schon zwei von denen hab. Wobei ich gern Enel, Zoro hätte, am liebsten Lucy. Aber die Gefahr ist auch hoch, dass ich einen Dupe bekomme. Daher fällt für mich Part 1 flach. Unter anderem auch, weil die Rare Recruits, die da geboostet sind, nicht wirklich gut sind. Bei allen sind natürlich die Lucy Badge Charaktere geboostet, die auf jeden Fall solide sind. Aber wenn man dann sonst weiter guckt, Ray ist okay, TS Nami, TS Sanji ist okay, aber der Rest ist nicht so gut in meinen Augen. Daher ist für mich Part 1 am uninteressantesten. Der einzige Reiz ist eigentlich nur 6 plus Law, weil der schon doch sehr geil ist. Aber alles andere interessiert mich nicht so sehr. Finde ich auch nicht so sehr gut. Würde ich sein lassen. Wenn ihr aber nur 300 Gems habt, würde ich vielleicht sogar auf Part 1 gehen, weil dann bekommt ihr auf jeden Fall Law. Dann seid ihr auf jeden Fall schon mal happy, bevor ihr es riskiert. Und vielleicht nichts bekommt. Okay, Part 2. Part 2 ist für mich tatsächlich am interessantesten, muss ich ehrlich sagen. Und zwar bekommt ihr im ersten und zweiten Pull Kimono Uruk und Vivi. Beide, also Vivi ist okay, Uruk finde ich doch schon sehr solide. Dann bekommt ihr im dritten Pull eine Multi, im dritten Multi bekommt ihr eine Legend, so rum, genau. Im sechsten Pull auch eine Legend und im neunten Multi-Pull sind dann fünf Charaktere drinne, die unglaublich gut sind. Top-Tier-Charaktere, Top-Captain-Charaktere. Also, da ist dann Lucy, Rob, Lucky, Quick, Law, Quick, Version 2, Boar, Psy und Nekomamushi. Also, sehr, sehr gute Charaktere und mir fehlen alle fünf. Für mich heißt es, ich bekomme da safe eine richtig gute Legend und kann daher auf Cerebel, Law, verzichten. Weil ich da vielleicht Law bekomme oder Nekomamushi. Am liebsten natürlich Lucy. Aber ja, das Leben ist kein Wunschkonzert.
Ihr bekommt, wie bereits auch schon erwähnt, alle im 9. Pull Special Max. Also die sind alle Special Max. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die Rare Recruits, die 5-Star-Units, sind auch beim Part 2 ziemlich interessant. Abgesehen von den vier, die ihr so oder dann, die bei allen geboostet sind, bekommt ihr noch die Boa Sister, Kanjuro, Margaret. Die sind solide, vor allem so mehr als solide, die sind richtig gut. Vor allem auch mit Lucy oder in Powerhouse-Teams oder Kanjuro in Striker-Teams und bei Lucy. Das ist unglaublich, vor allem diese Boa Sisters. Die sind so OP. Allein wegen den dreien, also Kanjuro und den Boa Sisters, würde ich bei Part 2 pullen, weil die richtig gut sind. Dann sind die Legends noch richtig gut. Das sind richtige Top-Tier-Legends. Vor allem, weil da noch Akainu dabei ist, Aogichi dabei, die dann geboostet sind. Es sind sehr, sehr, sehr gute Legends dabei. Also später auch Mihawk 6 Plus, ziemlich gut. Selbst Marco ist noch ziemlich, ziemlich gut. Später Crocodile 6 Plus, auch sehr solide. Also Part 2 ist für mich am interessantesten. Es sind sehr gute Charaktere dabei, gute Legends. Da werde ich definitiv pullen und das ist auch für mich am interessantesten. Dann kommen wir zu Part 3. Da bekommt ihr im ersten und zweiten Multi jeweils dann Hancock und Shanks. Sind beide nicht so gut. Boa ist vielleicht besser, weil man mit ihr einige Speedruns dann durchführen kann. Also die hat halt nur 9 Turns, bis ihre Special Max ist. Das ist schon ganz okay. Im dritten Pull bekommt ihr dann, im dritten Multi bekommt ihr dann eine Legend, so wie in der sechsten und neunten. Die Legends hier allerdings sind eher Sub-Legends. Wenn ihr mal so guckt, ist Magellan, Inuarashi, Lysop, Shirahoshi, Kizaru, Whitebeard und Doflamingo und eventuell auch Sabo mehr als Sub. Die werden mehr als Sub benutzt wie als Captain. Natürlich ist Magellan als Captain auch schon interessant. Allerdings kann man mit dem halt als Captain nicht so schnell Stages clearen, wie vielleicht mit Rob Lucci Version 2 oder Law oder Nekomamushi. Das ist halt immer so eine Sache. Das sind sehr gute Subs. Wenn ihr Top-Tier Legends habt, dann ist vielleicht Part 3 ziemlich interessant für gute Subs, sofern ihr die nicht habt. Dann gibt es auch noch einige Rare Recruits, also 5-Star-Units, die definitiv besser sind als bei Part 2. Part 1, sorry. Und fast schon gleichwertig mit Part 2. Wobei ich sagen würde, Part 2 ist noch ein bisschen besser, allein durch diese Boa Sister. Ihr bekommt hier zum Beispiel Ivankov, Jinbei, Moria, Crocodile, Rob Lucci vor allem auch sehr geil, TS Brook, TS Robin, TS Chopper, dann mir fehlen gerade die Worte, wie der eine da heißt, der bei Magellan mitarbeitet, neben Ivankov links. Also sie sind schon, und Mr. Two, sind auf jeden Fall schon solide. Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Gibt sogar mehr interessante als bei Part 2. Aber bei Part 2 sind halt diese Boar Sister, die sind wirklich die in Kombination. Man hat Matching Orbs und nochmal gute Conditional Boosts. Also, ach, das ist schon übel. Auf jeden Fall ist Part 2 auch sehr, sehr interessant, sofern man Sub-Legends braucht. Für mich ist aber Part 3 dann zum Beispiel am uninteressantesten, weil ich die einfach nicht brauche oder teilweise habe ich die Legends schon. Daher finde ich Part 3 jetzt so lala. Muss jeder gucken. Im Endeffekt kommt es immer darauf an, welche ihr braucht. Der optimale Weg bei mir, also für mich wäre zum Beispiel, wenn ich bei Part 2 drei Multis mache, ich die Boar Sisters bekomme, vielleicht Kanjuro noch und Lucy. Weil dann kann ich die anderen 6 Multis aufbewahren für Part 1. Und dann hole ich mir nämlich noch Law. Das wäre natürlich der ideale Weg. Ob es so kommt, weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber mein Ranking wäre Part 2. Ist, je nachdem wie eure Box aussieht, ist Part 2 am besten. Dann kommt Part 1 und dann Part 3. Für mich so am interessantesten. Letztendlich sind alle Parts ganz gut. Aber Part 2 ist am besten. Allein wegen den Boss ist das. Die sind so sick, das glaubt ihr gar nicht. Deswegen würde ich an eurer Stelle gucken. Das Beste ist vielleicht, wenn ihr das Bild so habt, streicht die Charaktere durch, die ihr schon habt. Und dann guckt ihr bei allen drei Parts, wo euch am meisten fehlen.
Dann vergleicht ihr, sind es wichtige Charaktere, die euch fehlen, oder eher unwichtigere Charaktere. Und dann könnt ihr auch vielleicht eine leichtere Entscheidung treffen. Bei mir war das halt bei Part 2 vor allem. Zwar haben bei Part 3 mir auch viele Rare Recruits gefehlt, vielleicht sogar ein bisschen mehr wie bei Part 2, aber allein diese Boa Sister, die haben so einen hohen Wert, dass ich bei Part 2 ziehen will und weil im 9. Multi mir halt alle 5 Legends fehlen. Deswegen ist Part 2 absolut interessant für mich. Dann Part 1 vielleicht und dann irgendwann vielleicht Part 3. Aber so viele Gems habe ich nicht. Ich werde auch in Anführungszeichen nur 9 Multis machen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben und vielleicht irgendwie bei einem oder anderen die Entscheidung ein bisschen abnehmen oder erleichtern. Wenn ihr euch für einen Part entschieden habt, wie gesagt, ihr könnt mir gerne schreiben, warum. Vielleicht habe ich was übersehen. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, was vielleicht doch besser ist. Ich weiß es nicht. Part 2 ist mein Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich überlege gerade, ob ich alles habe. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt schon mal sehr viel Erfolg. Ich werde an dem Tag auf jeden Fall streamen und hoffentlich nicht enttäuscht werden, weil das 2-Jahres-Sogo letztes Jahr war jetzt ja war eine pure Enttäuschung. Ich drücke euch die Daumen. Hoffentlich bekommt ihr die Legends, die ihr wollt. Ich würde mich über einen Daumen freuen und über ein Abo. Macht's gut. Ciao.